Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isio und wie ihr seht, habe ich wieder diese Widerstandsbänder um meinen Hals hängen. Das bedeutet so viel wie, es werden wieder neue Übungen gezeigt. Im letzten Video habe ich ja euch schon Übungen für die Schulter gezeigt. Es gibt auch schon Video für ganze Trainingsbänder, die ihr einfach nachmachen könnt. Und ja, heute werde ich euch Übungen für die Brust zeigen. Ich habe ganze 11 Übungen vorbereitet und ich würde sagen, nach dem Intro geht's direkt los. Die erste Übung, die ich heute euch zeigen möchte, heißt Butterfly von oben. Dafür müsst ihr euren Bänder oben in der Tür befestigen. Dann nehmt ihr die beiden Griffe in die Hände. Macht einen leichten Schritt nach vorne, sodass ihr schon eine gewisse Grundspannung habt. Habt ein leichtes Hohlkreuz, also bewegt die Brust nach außen. Und dann macht ihr so eine Bewegung, als ob ihr versucht, einen Baum umzuarmen. Haltet hier in der Position ganz kurz, weil hier habt ihr die maximale Spannung und dann bewegt ihr wieder nach außen. Ihr müsst nicht komplett nach außen bewegen, sondern so, dass die Brustmuskeln sich wieder entspannen. Und dann bewegt ihr wieder nach vorne, kurz halten, wieder nach außen. Nach vorne, kurz halten, wieder nach außen. Bei dieser Übung trainiert ihr hauptsächlich den unteren Brustbereich, aber natürlich wird auch der gesamte Brustmuskel mittrainiert. Der Fokus liegt halt natürlich auf dem unteren Brustbereich. Und was Wiederholung angeht, ich werde bei den meisten Übungen euch keine Wiederholungszahl vorgeben, aber ich würde mal so viel sagen, bei Isolationsübungen, das ist definitiv eine, könnt ihr euch an einer Wiederholungszahl von 12 bis 15 orientieren. Die nächste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist auch eine Butterfly-Übung. Allerdings wird hier das Band ungefähr auf Brusthöhe befestigt und nicht oben in der Tür. Und wenn wir diese Übung so ausführen, werden wir die Brust eben unter einem anderen Winkel treffen. Somit arbeitet mehr unser mittlerer Brustbereich und nicht unser unterer, wie bei der Übung davor. Also wieder ein Ausfallschritt nach vorne, sodass wir gewisse Grundspannung aufgebaut haben. Und dann versuchen wir, einen Baum quasi umzuarmen. Halten hier natürlich wieder kurz und bewegen wieder die Bänder nach außen. Quasi die gleiche Ausführung, bloß unter einem anderen Winkel. Unsere dritte Übung heute heißt Butterfly von unten. Wieder eine Butterfly-Übung. Allerdings hier im Gegensatz zur vorherigen Übung spannen wir nicht in der Tür ein. Das können wir natürlich machen. Ich persönlich finde das tatsächlich besser, wenn ich mich mit einem Fuß draufstelle, dann quasi einen Ausschritt nach vorne mache, Ausfallschritt, und dann die Bänder einfach nach oben bewegen. Dadurch habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Kontrolle über die Übung und ja, muss meine Tür nicht zusätzlich noch belasten. Bei dieser Ausführung muss man darauf achten, dass man die Bänder im Untergriff nimmt und bei der Bewegung nach oben bewegt man nicht so hoch nach oben, sondern so weit, bis maximale Spannung im oberen Brustbereich sich gebildet hat. Das kann man auch ganz leicht herausfinden, wenn man seine Hand auf die Brust legt und dann nach oben bewegt. Hier merkt man, dass man hier maximale Spannung hat. Und wenn man dann weiter oben bewegt, dann ist die Spannung weg. Und das sollte jeder für sich dann rausfinden, wie hoch er heben muss. Also bei mir reicht es tatsächlich, wenn ich hier so einen geraden Winkel habe. Natürlich Brust raus, nach oben kurz halten und wieder nach. Und nun möchte ich euch eine vierte Variante zeigen, wie ihr Butterfly ausführen könnt. Hierfür müsst ihr euch einfach auf eure Bänder legen. Diese Variante eignet sich eigentlich ganz gut für Leute, die schlechte oder keine Türen zu Hause haben. Also man legt sich auf die Bänder drauf, man kann nicht an den Griffen packen, weil sonst baut man nicht genug Spannung auf. Man packt dann weiter außen, beziehungsweise weiter innen in dem Fall. Und streckt seine Arme fast durch, also ganz, ganz leicht angewinkelt, 1, 2 Grad. Und macht dann diese Baumumarmbewegung. Oben kurz halten und wieder loslassen. Die Bänder sind ungefähr auf Brusthöhe befestigt, also man liegt auf denen und führt die gleiche Bewegung aus wie vorhin. Also ich habe jetzt ein Bein angewinkelt, wie ihr seht, das ist kein Muss. Das habe ich einfach so gemacht, weil mir so bequemer ist. Aber tatsächlich könnt ihr eure Beine so lassen, wie ihr sie möchten, wie ihr möchtet. Kurz halten und wieder nach außen. Ich persönlich bevorzuge aber die stehende Variante. In der liegenden habe ich irgendwie zu wenig Kontraktion. Aber ich denke, in der liegenden müsste ich
dann ein Band mehr dazu nehmen. Also das müsst ihr für euch dann auch rausfinden, wie es ist. Die nächste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist Negativbankdrücken, und hierfür müssen wir unsere Bänder wieder oben in der Tür befestigen. Anschließend nehmen wir die beiden Bänder in die Hände, gehen in die Ausgangsposition, also einen Schritt nach vorne, Brust raus, sodass wir ein leichtes Hohlkreuz haben, und dann wie im Fitnessstudio bei Negativbankdrücken drücken wir mit den Bändern nach unten, halten hier unten kurz und bewegen wieder nach oben. Also im Fitnessstudio Negativbankdrücken funktioniert das so, dass wir auf einer Negativbank liegen und dann quasi nach oben drücken und somit unseren unteren Brustbereich besser treffen. Und genau das gleiche passiert hier, bloß wir drücken hier von oben. Also Ausgangslage und nach unten drücken, kurz halten. Bei der Bewegung nach hinten müssen wir nicht komplett nach hinten gehen, sondern es reicht, wenn wir da aufhören, wo die Spannung am geringsten ist, also bei mir ist sie zum Beispiel hier, und dann bewegen wir wieder nach vorne, halten kurz und wieder in die Ausgangsposition. Wie gesagt, nicht komplett nach hinten, das hat keinerlei Zweck und Sinn, sondern pum, nach hinten, pum, nach hinten. Die nächste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist normales Bankdrücken. Hierfür befestigen wir die Bänder ungefähr auf Brusthöhe, wieder in der Tür. Nehmen die beiden Griffe in die Hände, gehen einen Schritt nach vorne, quasi Ausfallschritt, und bewegen dann die Arme nach vorne und wieder zurück. Wir haben ja die Übung euch auch schon mal gezeigt, indem ich hier so einen Stock reingesteckt habe, bei mir war es ein Besenstiel, und dann auch so wie im Bankdrücken tatsächlich ausgeführt habe. Mir persönlich hat es so ganz gut gefallen, aber ohne Besenstiel kann es natürlich auch super funktionieren und wird halt so aussehen. Hier muss man den Widerstand natürlich deutlich erhöhen. Also ich habe hier gerade 50 und 40 LBS und das ist eindeutig für mich zu wenig, um hier den Muskel vernünftig zu treffen. Aber für Führungszwecke reicht es allemal. Also wenn ihr mehr Widerstand wollt, dann nehmt doch ein paar Bänder mehr. Bei mir liegen sie hier gerade auf der Seite. Das ist aber eine schöne Möglichkeit, perfekt die Brust zu treffen. Also hiermit trainiert ihr quasi auch die ganze Brust. Aber überwiegend tatsächlich den mittleren Bereich. Und falls ihr Probleme mit der Tür habt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch auf den Boden zu legen, die Bänder unter euch wieder zu platzieren und dann quasi die Bankdrückenbewegung auszuführen. Und so würde es ausschauen. Also legt hier für die Bänder wieder unter euren Rücken, ungefähr auf Brusthöhe. Hier müsst ihr wieder ein bisschen Spannung schon vorab aufbauen, das heißt, ihr könnt nicht an den Griffen festhalten. Und dann müsst ihr quasi nach oben drücken, oben kurz halten und wieder zurückgehen. Natürlich ist hier, wie weit zurück ihr geht, sowieso schon begrenzt, aber das wäre auch der Bereich, wo ich empfehlen würde, so weit runter zu gehen. Hierbei achtet ihr, dass ihr keinen zu großen Winkel habt, sondern die Arme leicht angewinkelt sind, so wie bei mir zum Körper. Und dann schön nach oben drücken, oben die Arme nicht umknicken, sondern die haben ihre feste Position und ihr bewegt nach oben, kurz halten, wieder nach unten. Nach oben, kurz halten und wieder nach unten. Eine ganz einfache Übung mit Bändern. Im Fitnessstudio ist es natürlich deutlich schwerer, wenn ihr dann eine Stange bei euch habt. Ja, und hier ist natürlich auch möglich, dass ihr deutlich mehr Gewicht drauf packt und also mehr Bänder, dann hier durch eine Stange durchsteckt oder halt einen Besenstiel, so wie ich das schon mal vorgemacht habe. Und dann habt ihr quasi wirklich so einen Griff in der Hand und den nach oben drücken könnt und wieder nach unten. Also perfekter Ersatz für eine Langhantel. Die nächste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist Schrägbankdrücken. Hierfür müssen wir die Bänder unten in der Tür befestigen. Anschließend nehmen wir die beiden Griffe, machen wieder einen Schritt nach vorne, bloß nicht so groß wie vorhin, weil sonst haben wir zu viel Spannung auf den Bändern, und drücken dann die Bänder nach oben, halten sie oben kurz und bewegen sie wieder nach unten. Das ist quasi genau das gleiche wie Schrägbankdrücken im Fitnessstudio. Man legt sich auf eine schräge Bank und drückt dann quasi nach oben, also schräg nach oben, und trainiert so den oberen Brustbereich hauptsächlich. Und hier passiert genau das gleiche. Wir nehmen die Bänder in die Hände, haben leichten Ausfallschritt und drücken nach oben, halten oben kurz und bewegen wieder nach unten. Hier wiederum nicht komplett durchsacken lassen, sondern eine gewisse Spannung auf. Recht halten und dann wieder nach oben drücken, oben kurz halten und wieder nach unten bewegen.
Und für die Leute, die ihre Türen schon wollen, beziehungsweise keine haben und trotzdem Shellback drücken ausführen wollen, gibt es natürlich auch eine Variante B. Hierfür stellt euch wieder im Ausfallschritt, wie vorhin beim Butterfly von unten, auf euer Band drauf im Ausfallschritt und drückt dann quasi nach oben. Und oben haltet ihr ganz kurz und dann bewegt ihr wieder nach unten. Genau die gleiche Ausführung wie gerade eben, bloß ihr müsst mit eurem zweiten Fuß die Bänder festhalten. Im Ausfallschritt. Oben kurz halten, wieder nach unten. Das ist ein perfekter Ersatz für die Übung mit der Tür und ich persönlich bevorzuge die Übung so auszuführen, weil es tatsächlich auch schneller aufgebaut ist, als wenn man das unter die Tür schiebt. Und ich persönlich finde es stabiler, wenn ich selber draufstehe. Pum, kurz halten, nach unten. Kurz halten, nach unten. Kurz halten. Die nächste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist wieder eine Variante von Butterfly. Allerdings stellt euch mit einem Fuß hier auf euer Band drauf und bewegt anschließend das Band nicht wie vorhin von unten gezeigt geradeaus, sondern ihr bewegt es seitlich nach oben. Und bei der seitlichen Bewegung trefft ihr halt euren Brustmuskel wiederum unter einem anderen Winkel und aktiviert so ein bisschen andere Fasern, wie wenn ihr so gerade nach außen bewegt. Also, ähnliche Bewegung wie vorhin, bloß einhändig hier, weil sonst habt ihr nicht genug Kontrolle. Und wenn ihr mit der Übung fertig seid, wechselt einfach den Arm und das Bein natürlich und macht das gleiche von der anderen Seite. Ich bevorzuge hier bei meiner Hand immer auf der Brust zu halten und dann sehe ich perfekt, welcher Muskel gerade angespannt wird. Sehr schöne Übung für Abwechslung im Training. Den Arm hier natürlich wieder nicht komplett durchstrecken und nicht komplett beugen, sondern leicht angewinkelt lassen und in dem Winkel durchgehend nach oben bewegen. Der Winkel des Armes sollte sich zu keinem Zeitpunkt ändern. Weil sonst trainiert ihr andere Muskeln als eure Brust. Also dort werdet ihr, wenn ihr so eine Bewegung macht, dann werdet ihr Brust ein bisschen trainieren und ein bisschen Bizeps. Aber wir wollen ja eine Muskelgruppe richtig trainieren. Deswegen konzentrieren wir uns hier auf unsere Brust. Genau, und wenn ihr mit der zweiten Seite wieder fertig seid, dann hat sich die andere Seite ja schon erholt und dann könnt ihr direkt weitermachen. Genau, sehr schöne Übung für mehr Abwechslung. Die nächste Übung, die ich euch zeigen möchte, ist auch die letzte für heute und das wären klassische Liegestütze, allerdings mal wieder mit den Bändern. Hierfür müsst ihr eure Bänder wieder um euren Rücken spannen und dann die Bänder irgendwie greifen bzw. dann mit den Händen befestigen. Da ich ja meistens meine Liegestütze auf Fäusten mache, habe ich tatsächlich einen kleinen Vorteil, weil ich die Bänder schon so perfekt halten kann. Also falls ihr Probleme habt, die Bänder festzuhalten bei der Ausführung, dann probiert vielleicht mal Liegestütze auf Fäusten. Ja, anschließend macht ihr quasi die normalen Liegestützen, bloß im oberen Bereich habt ihr dann ein bisschen mehr Widerstand durch die Bänder und müsst nicht so viele Wiederholungen machen und dann werden Liegestütze auch nicht so schnell langweilig. Das ist nämlich bei mir das Problem. Ich muss dann 50, 60 Liegestütze machen, bis ich dann dementsprechend auch richtig mehr was in der Brust merke. Und mit Bändern muss ich halt die Hälfte machen. Nehme ich noch mehr Bänder, habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, mehr als zwei, dann werde ich wahrscheinlich auch deutlich weniger schaffen. Also, so schaut es dann aus. Und hier im oberen Bereich habe ich ein bisschen mehr Widerstand als im unteren Bereich und natürlich auch als ohne Bänder. Wie man die Liegestütze richtig ausführt, wissen die meisten, denke ich. Und wenn ihr das nicht wisst, da habe ich ein sehr, sehr ausführliches Video bereits auf meinem Kanal. Das Video geht, glaube ich, 10 Minuten oder so. Ich werde das einfach mal hier verlinken und dann könnt ihr es nochmal anschauen, falls ihr nicht genau sicher seid, wie ihr Liegestütze ausführen könnt. Also so könnt ihr eure Liegestütze bisschen schwerer gestalten, sag ich mal. So Freunde, das waren die 11 Übungen für die Brust, die ich heute euch zeigen wollte und ich denke, da waren auf jeden Fall Übungen für jedermann dabei und jeder Frau. Es waren Übungen für Leute, die zu Hause gerne trainieren, für Leute, die vielleicht draußen im Park trainieren wollen und keine Tür parat haben. Also da kann jeder jetzt was machen. Und wenn euch noch irgendwelche Übungen einfallen, die ich vergessen habe und ihr denkt, sie machen Sinn, natürlich für die Brust hier,
dann schreib es unten in die Kommentare und vielleicht hältst du damit jemanden. Und wenn der Tipp, dann beende ich einfach mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch bitte nach. Ansonsten würde ich mich mega freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Bleibt fit. Ciao, ciao. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in